voll, in die Presse, voll, die Presse, voll, die Presse. Voll, die Presse. Howdy ho und herzlich willkommen zu einer weiteren, der letzten Ausgabe oder wie man sagt Episode unseres schönen Presse- und Medienpodcasts voll in die Beef-Presse. Juhu, ich sehe es schon, ihr seid dabei. Links und rechts wie immer verteilt auf die Autos, der Prollo, Ferrari und der Sommer. Ades. Ja. Auch die sind unter Starkstrom gesetzt und erstmal, bevor wir hier in die Themenwelt starten, die über Weihnachten natürlich immer so ein bisschen Richtung Weihnachtsgans, aber ja, vielleicht auch dieses Jahr nicht ganz so sehr Weihnachtsgans tendiert, möchte ich euch mal fragen, wie waren denn eigentlich eure ganz speziellen Weihnachten mit Lockdown und ja, geschrumpfter Familie und so weiter und so fort? Wie fühlte sich das an? Speziell wie alles dieses Jahr irgendwie, schon anders. Ja, war, früher war mehr Lametta, nicht wahr? Und davon abgesehen, dass wir feiern aber seit jeher mit der Kernfamilie, insofern hat sich da gar nicht so wirklich viel geändert. Wir sind dann tatsächlich aber auch hingefahren, nachdem wir sowieso seit zwei Wochen Kita-Quarantäne gehabt hatten und eigentlich nur noch zu Hause waren, haben wir das vertreten können. Genau, und dem kann ich mich anschließen, auch bei uns war es. Also auch Familie Beef. Ja. Familie Rogers. Los Rogers. Los Rogers. Im kleinen Kreis. Ja, das gilt auch für mich. Auf der Ponderosa war diesmal keine große Halligalli-Party, aber ich hoffe wirklich sehr, dass es fürs nächste Jahr möglich sein wird. Aber bevor wir zu unseren Neujahrswünschen kommen, würde ich sagen, lass uns einfach mal über die Dinge sprechen, die uns hier in diesem Bus nicht zusammenbringen, aber auf verschiedene Busse zumindest verteilen. Ja, hat ja geklappt. Man muss dazu sagen, wir haben vorher extra besprochen, dass der Prollo anfängt, aber in die Wolken geguckt. Wir sind hier quasi fast unterm Flughafen und hier landen immer die ganzen Flieger. Ich bin ja, das ist also so winzige, ja, so viersitzige anfängt mit dem Trinken. Also ich will ja mal gerade die Frage in den Raum werfen, ob wir uns nicht erstmal auf ein Getränk einigen. Auch das, ja. Das ist ja hier, also ich finde wird viel zu viel geplant vorher. Ich meine, unsere Planung besteht darin, dass wir 2 Minuten vor der Sendung kurz zusammen sprechen. Wir verraten uns ja nie die Artikel vorher, aber auch dafür sind wir, glaube ich, offen. Also wenn du erstmal hier Kaltgetränke hoffentlich optimal temperiert durch die Scheibe reichen möchtest. Genau, ich fange hier jetzt einfach an mit einem Getränk und das habe ich schon mit Vorschauen, Weiser Voraussicht gekauft, wie du jetzt sehen wirst, wenn es gleich rüberkommt. Einmal durchgereicht. Oh. Zweimal. Ich reiche es mal direkt weiter. Durchgereicht. Oh warte. So, und von dem Aspirin steht da drauf. Aspirinbacher. Aspirinbacher. Wieder Medizin. Ja. Lese ich das richtig? Nee, Alpiersbacher. Alpiersbacher. Weihnachtsbier. Mhm. Alpiersbacher. Jetzt guck mal doch genau, wo das herkommt, das Bier, Ben. Das ist auf jeden Fall, man muss mal den Hörern sagen, Alpersbacher Klosterbräu, Weihnachtsbier, festlich aromatisch, mit dem berühmten Braunschweiger Brauwasser aus dem Schwarzwald. Braunschweig, ja, von wegen. Hier steht Braunschweig, ach so, Brauwasser. Ja, das schöne Bier aus dem Schwarzwald, das habe ich nämlich schon, als ich dort in den Herbstferien war, im Supermarkt abgegriffen, wissend, dass ja irgendwann ganz überraschend Weihnachten kommt und es ist ein toll Weihnachtsbier, eine Weihnachtsedition. Herrlich. Man kann jetzt dazu sagen, dass Ben und ich zeitgleich aufs Verfallsdatum geschaut haben. Weil da steht frohe Weihnachten 2019. Ja, genau. Ja. Noch in Sütterlin. Schöne Weihnachten. Nee, ganz toll, es ist sogar noch haltbar, ein halbes Jahr, traumhaft. Also alles gut. Was ich mich viel mehr gefragt habe, ist, warum ist auf diesen Klosterbräu-Bieren, da ist immer dieser saufende Mönch drauf? Immer. Ja, weil in Klostern kommen die ja häufiger vor. Und was sollen sie machen, außer saufen? Und so ein gärtnernder Mönch verkauft sich nicht so gut. Ja. Auf ein Bier. Denke ich auch. Ja. Was ich mich jetzt viel mehr frage, weil ich trinke jetzt das erste Mal zumindest ganz bewusst ein Weihnachtsbier. Und bevor ich jetzt den ersten Schluck nehme, frage ich mich, ist da Zimt drinne?
Zimt. Ja, was ist eigentlich Muskat. Das Weihnachtliche am Weihnachtsbier? Spekulatius. Na, da hier steht's doch, ein kräftiger Trunk, der gerade in der kalten Jahreszeit für besinnliche Stimmung und innere Eike sorgt. Alkohol ist da drin. Mit also 5,6%, also über dem Durchschnitt. Also kann man sich darauf einigen, dass jedes Bier Weihnachtsbier ist. Wenn es nein, nur genug Promille hat. Wenn es nur genug Promille hat. Das kommt immer auf die Familie an, mit der man Weihnachten feiert. Aber gut, dann, mehr Schaden dann nicht. Dann habt ihr alle eine Flasche jetzt geöffnet, dann können wir mal anstoßen. Ja. Virtuell. Ja. Ganz so, toll. Dann ich stoße mit der Scheibe an. Grüne Flasche, sieht aus wie ein Weihnachtsbaum, also braune Flasche mit grünem Etikett. Richtig, bringt mich nochmal richtig jetzt hier, wir könnten das jetzt zum vierten Weihnachtsfeiertag hier ausrufen. Finde ich auch. Prost. Ja. Prost. Fünfter Advent. Gutes deutsches Klosterbräu. Mit Mönch. Sehr aus lecker. Braunschweig. Herrlich. Also es schmeckt mir. Das schmeckt mir. Hast du gut gemacht. Okay, also, ich überbrücke jetzt einfach mal diese Situation und wir tun so, als wäre nichts gewesen. Es wäre ja jetzt ganz spannend, wenn wir mit einer Geschichte für unsere Hörerinnen und Hörer in die Sendung starten könnten. Vielleicht hat ganz spontan einer von euch so einen kleinen lustigen Aufmacher vorbereitet, den er jetzt zum Besten geben könnte. Ja, ich habe ganz spontan einen lustigen Aufmacher dabei. Von und mit Elon Musk, den allseits bekannten Kleinunternehmer aus dem Ausland. Und den haben, das ist eine längere Geschichte, die ich aber kurz wiedergeben möchte. Es geht nämlich um Satin-Shorts. Der hat nämlich, ist er im Sommer von Shortsellern heimgesucht worden, er und seine Tesla-Aktie. Das hat ihn ziemlich auf die Palme gebracht. Und um die Leute ein wenig zu verspotten, hat er sich entschieden, dass Tesla ab sofort die sogenannten Short-Shorts verkauft. Es handelt sich dabei um knappe Satin-Höschen für die Dame für 69,42 in den Größen XS bis XL mit dem Wort S3XY drauf, was sich als sexy liest und für die Tesla-Modelle steht. Mhm. Ja, hat er gemacht, fand das bestimmt auch witzig und ich habe mir gedacht, wie ist es denn jetzt, was ist denn draus geworden? Und tatsächlich im Dezember ist nicht allzu viel draus geworden. Die Dinger waren zwar monatelang im Laden zu online zu erstehen, allerdings ausverkauft und die Kunden beschweren sich hier, ich zitiere, Tesla kann in mehr als 5 Monaten nicht mal mehr ein paar Shorts liefern. Was haben sie mit all meinem Geld gemacht? Ja, und auf jeden Fall, das ging sozusagen, will ich mal sagen, in die Hose. Aber offensichtlich gab es dann eine gewisse Nachfrage. Es gab auf jeden Fall Nachfrage. Die sehen auch per se nicht schlecht aus. Ich weiß nicht, ob man dafür knapp 70 Dollar... für 70 Euro. Ja gut, ich reiche das mal hier durch den Bus. Ja, könnt ihr... Ja, also die Frage ist ja schon, die sind jetzt... Ich habe nur einen Schwarz-Weiß-Drucker, aber im Prinzip sind die... Sind die schon heiß? Aber das liegt ja mehr in eine Hose in kürzester Zeit ausverkauft bei dem Preis? Die Frage stellt sich schon. Ja, weil die Leute wahrscheinlich so sind. Also ich habe gestern noch mal geguckt, ob es die vielleicht jetzt doch wieder gibt, aber jetzt sind sie gar nicht mehr zu sehen im Online-Store. Was allerdings schon gibt, irgendwelche Reifensätze für mehrere tausend Dollar. Und da frage ich mich, ja gut, wer 4.000 Dollar für seinen Reifensatz ausgibt, mit Felge natürlich, der kauft sich vielleicht auch Unterhosen. Außerdem, sind die Unterhosen denn für Verbrennungsmotoren oder für Elektro? Also ich glaube, man kann in solchen Unterhosen sehr viel machen, aber Verbrennung, ich muss sofort spontan, muss mein perverses Hirn an irgendwelche Furzanzünde-Videos aus dem Internet denken. Werden sie auch besser aus Teflon als aus Satin. Es ist, glaube ich, nach jahrelanger, gefühlt jahrelanger Quarantäne ist das, glaube ich, jetzt mit mir bald vorbei. Also völlig durchgebrannt. Das sind letztendlich, sind das so diese, wie es die auch von Adidas und den diversen Sportmarken gibt, das sind halt so Höschen, ja. Also Sporthöschen. Also weiß ich nicht, was so der leicht bekleidete oder die leicht bekleidete Sportlerin trägt. Da ist jetzt eigentlich gar nichts Besonderes bei, außer dass sie teuer sind. Und die trägt nur jetzt der Anlass war eben, dass die Shortseller ihnen ein bisschen angepisst haben und Elon Musk ist ja für sein moderates Auftreten bekannt, aber da hat es ihn halt ergriffen. Ja. Na gut, das ist ja noch eine nette Variante, hätte er auch zur Köpfung aufrufen können. Vielleicht sind die auch versehentlich mit irgendeiner Mars-Rakete losgeschossen worden. Ja. Statt Satellit treiben jetzt 2000 Tesla-Höschen durchs Weltall. Ist lustig, dass du die Geschichte bringst, weil ich habe vorhin noch so beim Rumsurfen gesehen, dass Elon Musk oder Tesla ihren Autos
zur Weihnachtszeit irgendwie so ein Update versprochen haben, wo dann auch so, also ein Reiz von Tesla-Fahren ist ja wohl auch, dass die Autos irgendwie so kleine Unterhaltungsgimmicks immer mit drin haben. Ne? Da gibt es diese Videos, wo die dann so Lichtshow und alles machen. Und irgendwie so ein Update wollten die da wohl auch zur Weihnachtszeit aufspielen auf das Auto. Und unter anderem, das habe ich aber wie gesagt nur aus der Überschrift so ganz kurz, ich habe es dann als alter Dieselfahrer verworfen, diese Geschichte. Angeblich sollten dann die Elektroautos auch so ein Feature kriegen, das in Deutschland dann den schönen Namen Abgasskandal oder sowas trägt, was natürlich bei einem E-Auto nur virtuell dann passiert. Aber da hat er sich dann irgendwie über Diesel und VW und sowas lustig machen wollen. Ich dachte, die Geschichte kommt jetzt. Aber ich kann da auch leider gar nicht mehr zu sagen, ja, außer dass ich natürlich das anprangere. Ja gut, aber diese Updaterei, das wäre mir ehrlich gesagt unbehaglich, wenn der Hersteller hier mal, während das Auto auf dem Parkplatz steht, irgendwelche Updates fährt. Das hat, daran erinnere ich mich zufällig, da gab es irgendwie vor ein paar Jahren so einen Sturm in den Südstaaten um Florida herum und Tesla hat damals per Software-Update zentral die ganzen Teslas auf eine höhere Batteriekapazität hochgeschaltet. Die war also limitiert aus Verschleißgründen, damit eben vermieden wird, dass die Leute auf der Flucht vor dem Hurricane irgendwie mit ihrem Tesla liegen bleiben auf halber Strecke, weil Strom ist halt so eine Sache bei Wind. Und ja, das hat einige erbost, weil die sich geärgert haben. Ja, erstens, dass der Hersteller in das Auto jederzeit eingreifen kann oder auch, dass warum sie nicht immer mit der leistungsstärkeren Batterie rumfahren könnten. Ja, aber weiß ich nicht, ob man das haben möchte. Aber das ist bei anderen Autos auch. Ja. Ich glaube, das hat nichts mit E-Auto allein zu tun. Ja also gut, die sind natürlich generell jetzt von E-Auto mal abgesehen. Gut, Benzintank kannst du jetzt auch nicht per Fernwartung vergrößern. Aber davon abgesehen sind die halt, glaube ich, bei solchen, ich nenne es mal altdeutsch Schnickschnack, sind die ja ganz vorne dabei. Ja, ja, das ist ja, wie gesagt, das macht ja auch die Fanbase sozusagen an, dass der Tesla oder das Auto, was auch immer, welches Modell die da haben, einen bestimmten extra Schnickschnack hat, was ein normales Auto so nicht mitbringt. Also mein Auto ist ein VW Diesel Bus, der bringt natürlich das Feature Abgasskandal schon mit. Das habe ich extra damals mitbestellt, aber andere haben das natürlich nicht. Das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Ja, toll. Ja, toll, toll. Toll, Ben. Abgase. Ja, wollt ihr mal was zum Thema Essen hören? Bitte. Also, für uns in unserer Generation vielleicht auch nochmal ein Thema, was besondere Relevanz hat. Das Bratwursthaus in Bochum. Dönninghaus. Kennst du das? Ja, klar. Du als alter Bochumer kennst das. Ja, unser Ruhrpott-Mädel kennt das sicherlich. Das Bratwursthaus in Bochum hat seine Karte überarbeitet und bietet jetzt ab sofort auch den Zigeunerteller an. Wie findet ihr das denn? Also, man kann sich ja schon denken, worum es geht. Viele Leute haben sich aufgeregt, viele User, das ist natürlich auch auf Facebook dann online ist die Karte zu finden. Wer im Jahr 2020 immer noch den Begriff Zigeuner benutzt, der hat echt nichts gelernt oder müsst ihr das nötig haben, so einen rassistischen Begriff zu verwenden. Und in der Tat, hier wird im Express, wo ich das gefunden habe, auch jemand zitiert, von der Ruhr-Universität Bochum, Juniorprofessor für Didaktik, Karim Feraidoni. Und derjenige sagt auch ganz klar, dass der Begriff erschaffen wurde, um Sinti und Roma zu dehumanisieren, also zu entmenschlichen. Also das ist ja schon ein hartes Brett. Und er sagt, dass der Begriff nicht deswegen nicht verwendet werden sollte, der ist rassistisch. Ich habe mal irgendwo aufgeschnappt, ich weiß aber nicht, ob das stimmt, dass Zigeuner irgendwie die Abkürzung oder irgendwie dafür stehen soll, dass das ziehende Gauner sein. Aber das ist wahrscheinlich nicht die richtige sprachliche Überlieferung. Ziegauner. Also naja. Umherziehende Gauner, Zigeuner. Ich erinnere mich da an so Schlagerklassiker wie Zigeuner, Junge, komm, spiel mir auf deiner Gitarre.
Dann ich kommt nicht. 20 mal La. Du bist doch viel jünger als ich. Was ist denn da los mit dir? Was? Meine Eltern besaßen eine umfangreiche Schlagersammlung. Nein, ich weiß es nicht, aber... Also für uns, als wir klein waren, deswegen sagte ich das eingangs, war das ja noch normal. Ne? Wenn man sich erinnert, also die Zigeunerwurst, die gab es, seit ich denken kann. Und dann tatsächlich jetzt, wo ich drüber nachdenke, gab es sie dann eben zwischenzeitlich nicht mehr. Oder es gab sie noch, aber unter anderem Namen. Und es gibt natürlich jetzt auch ganz andere User, die sagen hier scheiß Political Correctness, das Ding ist super lecker und warum soll das nicht so einen Namen haben? Kurze Frage, handelt es sich denn bei dem angebotenen Teller um die klassische Variante der früher diffamierend Zigeunerwurst oder Zigeunerteller genannten Speise? Oder ist das jetzt einfach, es gibt da noch irgendwie einen tieferen Sinn dahinter, warum die das gemacht haben? Was ich mich vor allem frage, warum die das jetzt einführen, ja, warum, also, wenn genau, man das seit 50 jetzt Jahren gemacht hat. Also, ich zitiere mal einfach den Inhaber, der sagt, der Kerngedanke war, dass ein unheimlich großer Anteil unserer Kunden die klassischen Gerichte mag. Also das, was man von früher kennt. Und die hätten immer wieder gefragt, ne, wann endlich wieder die Zigeunersoße kommt. So. Und dann hätte er das dann eben irgendwann, haben sie es besprochen und auch wohl Kunden befragt, sagt er, also viele Kunden. So die mit den kurzen Haaren. Nein, er sagt ausdrücklich, pass auf, er sagt ausdrücklich, viele Kunden des Bratwursthausen seien selbst Sinti und Roma, die haben oft nachgefragt, wann endlich eine Ziggi oder Zigeunersoße kommt. Ja, ja, also ich weiß jetzt nicht, das kann natürlich auch sein, dass er das jetzt einfach so nur als Behauptung in den Raum wirft. Kann aber auch sein, dass es wirklich so war. Aber wie denkt der grundsätzlich darüber? Das ist ja ein größeres Thema. Sag mal, pass auf, das können wir ganz einfach machen. Wir haben ja einen erwiesenen Fleischexperten jetzt in unserem Team. Beef Rogers hat den Namen ja nicht umsonst. Also, Beefy, wie du als Lebensmittel-, Fleisch- und Wurstfabrikant, was gar nicht stimmt, liebe Leute, aber er kennt sich vielleicht trotzdem aus. Jein. Also ich bin jetzt sicherlich nicht der Fleischereifachverkäufer und oder im echten Leben heißt Metzger. Tönnies, oder? War das nicht ja, so? Ja, irgendwie sowas, genau. Ab und zu habe ich Tönnies genannt, aber das hat einen anderen Zusammenhang. Ich weiß nicht, ich kenne ja den Hintergrund dieser politischen Korrektness und finde es ein bisschen die falsche Diskussion. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob sich da sowas manifestiert, dass man jetzt, wenn man jetzt einen Zigeunerteller bestellen kann oder auch einen Jägerteller, ich meine, wie sollen sich denn die ganzen Jäger fühlen? Das ist, ich weiß nicht, also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits denke ich mir, klar, ist komisch irgendwie, aber ich weiß jetzt auch nicht, wenn es irgendwo einen Rogers-Teller gäbe, keine Ahnung. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt, die Diskussion müsste eigentlich an anderer Stelle geführt werden oder es auch eher gelebt werden. Also, dass man Menschen eben nicht ausgrenzt wegen Herkunft oder sonst irgendwas. Und das ist, glaube ich, hier der Punkt. Und da wird so ein bisschen, weiß nicht, ob da so eine Scheindiskussion geführt wird. Mhm. Letztendlich ist es ja auch die Frage, wer sich durch welche Begriffe inwiefern beleidigt fühlt. Ja, dann ist es vielleicht auch eine Frage der Höflichkeit, die dann nicht zu benutzen. Genau. Aber steht man letztendlich so ein bisschen außen vor. Wir sind ja hier weiße, langsam alt werdende Männer im Bus und können dabei bestimmten Begriffen nicht so mitreden. Wir haben akut das Problem, dass wir die schönen alten Pippi-Langstrumpf-Filme, die gehen jetzt sehr gut zu Hause und da kommt halt mehrfach kurz hintereinander das N-Wort vor und das ist halt ungünstig, finde ich. Genau darauf. Genau im Buch darauf, konnte man das ja noch wegkritzeln, ja. Auch wenn sich die Pippi Lindgren-Langstrumpf, also Astrid Lindgren, Erben da ja wohl noch irgendwie lange gegen gesperrt hatten. Im Film wird das halt so nebenher beigesagt. Ja, dann ist halt der Südseekönig aus dem Buch ist dann noch der, ja, eine andere Art von König. Der N-König, der über die Eingeborenen herrscht. Ja, und genau, schön, dass du drauf kommst. Das Beispiel hatte ich nämlich auch im Kopf. Das ist ja eine größere Diskussion. Also auch bei Büchern wird dann immer wieder diskutiert, da werden Bücher überarbeitet und eben dann sozusagen bereinigt. Dann ist das eben nicht mehr der N-König, sondern der Südseekönig. Und ich finde einen Punkt, da möchte ich kurz darauf eingehen, was du gesagt hast, den finde ich, glaube ich, ganz wichtig bei der Diskussion. Fühlen sich diejenigen damit, um die es eigentlich geht? Also sprich die Bevölkerungsgruppen oder Minderheiten, wie auch immer,
die dadurch angesprochen sind. Man sagt ja immer relativ leicht so, ach, das nervt hier und da, und ist doch unnötig, ist doch nicht so gemeint, wir sind doch keine Rassisten oder sowas. Aber wenn ein beispielsweise Farbiger nicht Farbiger, sondern Schwarzer genannt werden möchte, weil farbig in irgendeiner Form eben doch sich für ihn diskriminierend anfühlt, dann finde ich, ist auch sowas, wo man eigentlich denkt, wieso farbig, ist farbig diskriminierend. Aber das ist etwas, was ich jetzt in der Diskussion auch in den USA mitgekriegt habe. Deswegen bringe ich das Beispiel. Also ich finde, man muss da sehr genau auch hinhören, was sagen diejenigen, die es eigentlich wirklich angeht. Ja, und deswegen finde ich den Punkt vom Prollo wichtig. Das sind vielleicht nicht diejenigen, die in der Bratwurstbude stehen und irgendwie danach verlangen, weil die haben offensichtlich ein entspanntes Verhältnis dazu, auch wenn sie dieser Minderheit da angehören. Aber es gibt mit Sicherheit Leute, die sich davon diskriminiert fühlen. Das kann man ja mal an ganz anderer Stelle sozusagen ermitteln. Und ich glaube, dann ist es einfach ein Zeichen von Respekt auf solche Begriffe, wo, wenn auch nicht die große Masse, aber irgendwer sich diskriminiert fühlt, darauf zu verzichten. Ich finde es aber auch ganz schwierig, diese Diskussion bis zum Ende zu gehen, weil vielleicht fühlt sich jeder von irgendwas diskriminiert. Keine Ahnung. Es kommt ja auch auf den Kontext an, ja. Also wenn man seinen Opa Opa nennt, dann ist das ja auch völlig okay. Aber wenn der auf der Straße irgendwie angesprochen wird, hey Opa, mach mal Platz, ja, dann ist es schon wieder ganz anders. Ja. Und, genau, damit ist das Wort Opa, das ist ein schönes Beispiel, ja nicht gleich sozusagen gebrandmarkt für alle Zwecke. Aber ich finde bei dem Wort Zigeuner muss ich einfach sagen, da steht so viel Ungemach und so viele Gräueltaten mit im unmittelbaren Zusammenhang. Zumindest wenn Leute, die so bezeichnet wurden, dann entsprechend verfolgt und auch getötet wurden, dass man da vielleicht einfach ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl haben muss, egal was da vielleicht 50 Leute in der Bude sagen. Also das ist, finde ich, von diesem Typen, der die Bude betreibt oder diese Bratwurst-Braterei, wie heißt das da, Bratwursthaus in Bochum, finde ich ein bisschen einfach die Erklärung zu sagen, ja, unsere Kunden haben ja danach verlangt. Und da sind auch welche dabei, die selber irgendwie zu entsprechenden Bevölkerungsgruppen angehören. Ja, ich stimme dir zu und ich wollte noch hier abschließend dazu sagen, dass man ja auch so etwas viel cleverer lösen kann. Man kann ja auch hingehen und sagen, die Zigeunersoße, den Begriff kann man dann in dem Kontext ja ruhig verwenden, wird angefragt. Wir wollen die anbieten. Wir wollen die aber nicht so nennen, sondern anders. Und mit so einer Erklärung kann man ja auch, weiß nicht, ein halbes Jahr oder was, die Gäste, die wahrscheinlich auch viele Stammgäste sind, dann quasi denen das erklären und dann bietet man eben dieselbe Soße an. Es geht ja eigentlich um die Soße, ja. Es kann ja, die schmeckt ja nicht besser, bloß weil sie Zigeunersoße heißt. Was würdet ihr denn sagen? Ich will mal gerade, weil ich jetzt gerade diesen Wirt so gescholten habe, dem so ein bisschen auf zur Seite springen und vielleicht helfen, die Karte zu verbessern. Wenn er jetzt, wie du das sagtest, diese Soße oder diesen Teller Ziggy-Teller oder Siggi-Teller sogar noch weiter abgewandelt, aber natürlich schon auf den Ursprung zurückführbar nennen würde, wäre das aus eurer Sicht besser oder wäre das dann im Endeffekt nur der Wolf im Schafspelz? Ich glaube nicht, dass es viel besser wäre. Also man kann doch auch einen völlig neuen Begriff kreieren, wo sich aber die alte Soße drin befindet. Ja gut, aber das ist ja beim Bestellen der Punkt. Ja, du musst ja wissen, welche Soße, ob deine Soße, deine Wunschsoße unter dem ehemals bekannten Namen Zigeunersoße verfügbar ist. Und vielleicht gibt man einfach zwei Arten von Karten aus. Ja, für die Insider-Karte und die normale Karte. Nein, das ist ein schwachsinniger Beitrag, den möchte ich gerne wieder zurückziehen. Aber ja. Ja, ich glaube auch, also so Ziggy oder sonst wie Soße, also ich glaube, das führt nicht wirklich weiter oder
geht es ein bisschen, also ich würde, wenn dann eher ganz neue Begriffe, vielleicht auch einfach, dass er Farben sortiert, rote Soße, braune Soße, grüne Soße, so viele wird er nicht im Programm haben, unterstelle ich jetzt mal, er muss eh die Inhaltsstoffe dazu schreiben, also das denke ich, kann man sich dran gewöhnen, also auch die Zigeunersoße hieß ja nicht ewig Zigeunersoße möglicherweise, sondern hatte vorher auch einen anderen Namen. Aber oder da kennt sie halt keiner, ich glaube, das ist das Thema, die Leute kennen halt die Jägerwurst und die Zigeunerwurst, ja, und verbinden damit die entsprechende Soßenbeigabe. Und wenn sie das jetzt nicht finden, fühlen sie sich vielleicht nicht angesprochen von der Karte. Ja, vielleicht muss man da einfach wirklich kreativ sein und mal sich zurückziehen und überlegen, wie man das so lösen kann, dass die Leute es auch unter einem anderen Begriff finden. Ich finde halt nur hier nochmal ganz, bei dem aktuellen Beispiel kriegt es auch so ein bisschen ein Geschmäckle von irgendwie Aufmerksamkeit erzeugen halt irgendwie. Ne? Also das weiß von ich dem, nicht. Von dem Wirt bei dem jetzigen Wirt hier, dass er da so ein bisschen... Weiß ich jetzt nicht. Also ich finde die Erklärung auch so ein bisschen dünn. Ob er jetzt da einfach mit überarbeiteter Karte jetzt da einfach so ein bisschen soft provozieren wollte oder sowas, keine Ahnung. Bisschen schwierig. Ja, ich sehe schon, wir sind ja hier eigentlich große Freunde der Stadt Bochum und seiner Industrie. Haben wir das in dem Bus, das weißt du vielleicht nicht, Beefy, aber wir haben ja schon mal das Bier mit dem Ruhrpott-Mädel verköstigt. Ich komme jetzt gerade nicht auf Fiege. Aus der Fiege-Brauerei. Und hatten uns natürlich auch erhofft, dass wir irgendwann mal einen Field-Trip mindestens nach Bochum machen können. Ich denke, das Bratwursthaus wird uns da jetzt nicht fröhlich einladen. Es sei denn, wir kommen vielleicht mit der Idee um die Ecke, wie man die Karte aufmotzen kann. So wie diese Köche, die das dann immer im Fernsehen machen. Rollen wir mit dem Benanza-Bus so ein bisschen ins Googlen geraten und gucken mir die Speisekarte von diesem Bratwursthaus an. Aber ich bin noch zu keinem Ergebnis gekommen, außer dass es irgendwie Dinge wie Hotdog-Style und Mexiko 2.0 gibt. Steht denn da der Zigeuner-Teller noch drauf? Ich suche gerade Bratwurstauflauf, Croissant-Teilchen, Curry-Corn-Bratwurstring. Also der scheint also nicht nur was Namensgebung anbelangt, sondern auch den Fraß selber sehr kreativ einzusetzen. Ja, wo ist es denn? Currywurst zum Mitnehmen, Guthabenkarte. Das Grillpaket. Ich finde hier nichts. Ja, dann suchen, aber es gibt auf jeden Fall sehr, ich sag mal, kreative Gerichte hier. Ich würde dann mal ein ganz anderes Thema anstoßen, wenn das recht wäre. Was total spannend ist, Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, wie bei euch so der tiefere Ansatz ist, aber hier geht es um die Römer. Da geht es, also der Artikel ist überschrieben mit das Rätsel um die Dodekaeder. Ich weiß nicht, sagt dann jemandem was? Weiß jemand, was ein Dodekaeder ist? Ein Eck mit einer bestimmten Anzahl von Ecken und ich kann aber das 16? Nee. Na, 16 ist schon mal nicht schlecht. Hat sonst jemand noch Vorschläge? Ich sage 18. 18? 12. 12, genau, 12 ist es tatsächlich. Also das ist, besteht aus 12 Fünfecken. Ist ein Metallgehäuse, das ist so dann relativ nah an der Kugel, sage ich jetzt mal, durch die Form. Das ist dann tatsächlich auch... eine der fünf Grundformen, die es da gibt und eben das Dodekaeder ist aber auch die komplexeste, die man da so kennt. Naja, und das ist jetzt ganz spannend, weil es ist so ein bisschen offen. Es gab in der Antike, also sprich hauptsächlich aus dem 2. und 3. Jahrhundert nach Christus, sind relativ viele wahrscheinlich römischen Ursprungs Dodekaeder gefunden worden aus Metall und so richtig weiß halt keiner, zu was die genutzt wurden. Das finde ich eigentlich ganz spannend, wenn da so Dinge offen sind und wenn dann offensichtlich auch Wissen verloren geht. Also die, beschreibt die mal ganz kurz, haben 12 Seiten mit jeweils 5 Ecken und an den Ecken sitzen dann auch kleine Kugeln noch nach außen. Die Objekte, also diese Dodekaeder, sind in sich hohl und jede Seite hat eine unterschiedlich große, runde Öffnung. Sind aus einem Metall. Aus der Metalllegierung, sind aber haben relativ dünne Wände und dadurch sehr leicht. Und es gibt auch, sind mehrere hundert davon gefunden worden, europaweit. Tendenziell mehr so im nördlicheren Teil des römischen Besatzungsgebietes. Also auch mal in Britannien sind welche gefunden worden. Da ist auch der erste Fund datiert worden, 1739. Aber wie gesagt, ist nicht nur in Britannien, sondern also kreuz und quer hauptsächlich in der Nähe oder oft in der Nähe von römischen Siedlungen. Ja, und dann wird jetzt von der Seite der Wissenschaft ganz wild darüber gerätselt, zu was die dienten. Und es gibt so ein paar Vorschläge. Jeder dieser Vorschläge hat tatsächlich gemein, dass er im Prinzip nicht alles erklärt, was an den
an den Dodekaedern dran ist. Das heißt, die einen erklären den Sinn und Zweck möglicherweise der Öffnungen, der runden Öffnungen. Das andere erklärt den Sinn der Kügelchen, die außen dran sitzen, aber irgendwie nichts findet so eine Lösung, warum das, also im Prinzip eine Erklärung, warum, also für alle Elemente. Und man kann im Prinzip davon ausgehen, dass das auch kein reines Zierelement war, wie so eine Vase oder so, weil sie dafür tatsächlich zu aufwendig gestaltet wurde. Genau, dann wurde überlegt, ob es für Standartenträger genutzt werden konnte oder als Kerzenhalter. Das ist aber, wie gesagt, dafür eher so ein bisschen. Hattest du eben gesagt, wie groß das ist? Vielleicht habe ich das nicht auch. Das ist im Prinzip. Also ich hatte mir so ein Riesending, so Monolithen wieder vorgestellt. Kein Monolith, nee. Das ist wollt ihr doch weg. Eher so 20 bis 30 Zentimeter groß. Also eher klein im Verhältnis zu Monolithen, zumindest zum großen Monolithen. Und es ist gesichert, dass es nicht von irgendwelchen Aliens aus Mexiko oder so kommt. Schwulen also Aliens. So, das ist sicher, schwul, ja. So sicher, wie man sein kann, sage ich jetzt mal. Anführungsstrichen, wenn es halt 1700 Jahre alt ist. Genau, also man überlegt auch, ob es im Zusammenhang mit, weil es teilweise, aber nur teilweise eben in der Nähe heiliger Stätten entdeckt wurde, ob es da einen Zusammenhang gab, ob es zur Messung von Entfernungen diente, also weil es da tatsächlich. Das klingt ja so ein bisschen wie so ein Sextant, vielleicht zum in die Sterne, ja, genau. Irgendwie so Sternenkonstellationen ausmessen so an verschiedenen Positionen der Erde. Ist ein Erklärungsansatz, ist aber auch nicht völlig umstritten, weil dafür auch dann diese äußeren Kügelchen, die außen dran sind, tatsächlich nicht erklärt werden können. Ja, konnte man die bewegen? Oder nee, die sind fest? Tatsächlich fest auch. Also das ist tatsächlich fest. Es war auch überlegt, ob es so eine Art Verbindungsstück für Wasserleitungen war, dann erklärt aber nicht, warum diese runden Öffnungen verschieden groß sind. Also das ist dann 100er Rohr, 50er Rohr. Ja, zölliges, halbzölliges. Genau, also das ist also auch nicht der Fall. Wie gesagt, es ist ja auch keine willkürliche Form, also das ist auch ganz klar. Und es wurde auch überlegt, ob es irgendwie in der Kriegskunst eingesetzt wurde und so weiter und so fort. Das ist aber alles irgendwie nur so halb erklärend. Hat denn von euch jemand spontan eine Idee? Wie viele Götter waren denn nochmal im Olymp? Waren das nicht 12 Götter? 12 Götter, was? Ja, aber du hast es doch bei den Römern zugeordnet. Es ist eher römisch, also römisch oder keltisch, aber höchstwahrscheinlich römisch. Und wie viele von den Dingern gibt's? Also es sind mehrere hundert gefunden worden bis jetzt. Der erste 1739, zumindest der erste datierte Fund. Ich fand das ganz spannend. Also es ist tatsächlich, die Grundfrage ist ja, also dass Wissen verloren geht, das finde ich erstmal hochinteressant, dass also auch in der, es gibt halt keine Überlieferungen oder bildhafte sonstige Überlieferungen, wo es verwendet wird von irgendwem oder irgendwie. Das fehlt halt ganz, da ist zumindest nichts gefunden worden. Und Vielleicht gibt es die, aber die sind zensiert worden. Ist das ja so die römische Fernfahrer? Ja. So was die Thermosflasche mit Met in verschiedenen Größen. One size fits all oder one product. Also da, wo dann die Knüppel außen, das wäre dann nochmal zu prüfen. Da kannst du dran spielen. So. Ja, was auch immer. Vielleicht kann man da Kügelchen reintun. Vielleicht war das auch so einfach der Vorgänger vom Massage-Igel. Ja. Auch eine Idee. Also wie gesagt, es gibt noch einen Erklärungsansatz, den habe ich jetzt euch natürlich aus dramaturgischen Gründen vorenthalten, ist ja logisch. Der aber tatsächlich, zumindest ist es eine Theorie, die am überzeugendsten ist, weil sie so mehr oder weniger alles erklärt. Ich weiß nicht, ihr könnt gerne, wollt ihr noch ein bisschen raten oder soll ich auflösen? Also ich behaupte einfach mal, das ist ein Sexspielzeug. Okay, Sexspielzeug, das ist. Oder ein Sextant, aber beides. Beides mit Sex auf jeden Fall. Also, da fehlt mir irgendwie die Fantasie, Ben. Also ich meine, sorry, vielleicht kannst du mal ein bisschen ins Detail gehen, Ben, wie du auf diese Idee kommst. Ja, mein Gott, also sag mal, wenn für Frauen gibt es ja diverse Sexspielzeuge, vom Auflegevibrator bis hin zur übermenschlich großen Nachbildung dessen, was hier zwischen uns baumelt, aber für Männer gibt es ja auch nur so komische Öffnungen, wo man alles Mögliche reinstecken kann. Und vielleicht ist das bei den Römern so der unbeholfene Versuch. So, ne, die sind dann da so, die müssen dann irgendwie den Norden Europas erobern und dann kriegt halt da der Centurio, der kriegt dann halt so ein Dodi-Dildo da mit. Aber ist dann so ein gemeinschaftlichen Nutzung. Du hast in so einer Kompanie, das sind 100 Mann, da ist ja nicht jeder gleich bestückt. Dann hast du halt verschiedene Löcher. Die einen mögen aber dann auch noch ein bisschen so an so Bällen rumfummeln
und brauchen halt noch so ein bisschen Haptik dabei. Die anderen, die brauchen halt einfach nur ein großes Loch. Und das Mett ist halt jeweils vorher einzufüllen. Ja, das Mett, das ist natürlich schon längst verrottet in der Zeit, die da... Ich glaube, wir befinden uns auf einer Sackgasse. Ja, noch jemand außer mir, der gerade krampfhaft versucht, an Blümchenwiesen zu denken? Ich weiß, sonst wäre keine... Also ich würde es mal auflösen, in Anführungsstrichen, weil es ja tatsächlich auch nicht gesichert ist, sondern nur eine Theorie. Also du warst bei deinem Sex ganz, ganz dicht dran, Ben. Es geht tatsächlich darum, dass da wahrscheinlich es ein Werkzeug ist zur Herstellung von Handschuhen. Und Handschuhen? Ja, tatsächlich. Also das ist tatsächlich so, webt man... Ich sprach von Handarbeit, nicht von Handschuhen. Der Handschuh ist ja sowas wie die Socke des kleinen Mannes. So was in der Art, ne? Und dann... Genau, also es ist tatsächlich, webt man einen Faden um die 5 Kugeln an jeder Seite, lässt sich durch das Loch in der Mitte einen Stoffschlauch häkeln. Die verschiedenen Größen der Löcher entsprechen dabei den Fingern der Hand. Und durch die benachbarten Seiten lassen sich die Finger zu einem ganzen Handschuh verknüpfen. Der große Vorteil dieser Theorie, sie erklärt wirklich fast alle Eigenschaften der Dodekaeder. Außerdem wird klar, warum diese Artefakte nur eher im Norden Europas gefunden wurden. Im Süden braucht man einfach keine Handschuhe. Also das finde ich sehr überzeugend, muss ich sagen. Ich finde das tatsächlich hochspannend. Also wie gesagt, es ist nur unwesentlich besser als Bens Theorie, ja. Aber doch ein bisschen überzeugend, da muss ich schon zugeben. Also das mit den Löchern kann man natürlich auf vielerlei Hinsicht oder vielerlei Arten erklären. Ja, aber vielleicht hilft das ja auf dem Weg dahin, weil ich sag mal so, es gibt ja in Abwandlung eines Kindergartenspruches, kalte Hände, schnelles Ende. Das Das ist ein Kindergartenspruch. In welchen Kindergarten bist du gegangen? Also, bestimmt Montessori. Ja, ich sagte Montessori, aber da ist es ja dann viele Hände, schnelles Ende. Da ist es ja dann eher auf die Hilfe-Thematik. Also ich kenne immer nur hoch die Hände Wochenende. Aber ich kenne nur viele Köche verderben den Brei. Ja, es gibt viele verschiedene Dinge. Auf jeden Fall ein Hoch auf die Dodekaeder, würde ich sagen. Ja, genau. Echt cool. Ja, ich hab irgendwie... So ein ganzes Bündel an Beiträgen rausgesucht, die mich aber alle irgendwie jetzt so ein bisschen ratlos zurücklassen, wie ich an dieses spannende, historisch aufgeladene Thema anknüpfen kann. Deswegen wähle ich mal das, was mir so am besten gefällt, nämlich Fernsehserien. Wir alle, glaube ich, das verbindet uns hier, gucken ganz gerne mal eine Fernsehserie und was ist sozusagen für echte Seriengucker so ein richtiger Schockmoment? Gehen wir mal davon aus, eine Serie geht sogar über längere Staffeln. Ja, ein Schockmoment, wenn der Hauptdarsteller plötzlich unerwartet stirbt. Genau, also der Serientod eines beliebten Darstellers. Wir alle erinnern uns sicherlich, die schon ein bisschen älter sind. Was war das, Denver oder Dallas? Wo der Bobby ist doch, glaube ich, da irgendwie, der beliebte Bobby Ewing ist dann irgendwie gestorben. Und es gab damals so einen Aufschrei, das steht jetzt nicht in diesem Artikel, dass sie den dann quasi in der Dusche so wiederbelebt haben. Dann trat er irgendwann aus der Dusche wieder heraus. Ich habe es nie genau nachverfolgt. Ja, und das haben sie Gott sei Dank bei der Lindenstraße und Mutter Beimer uns erspart mit der Dusche. Wunderbar. Ich meine aber, dass gerade zum Staffelende so als Cliffhanger diese Dinge auch genutzt werden, weil der Vertrag mit dem Hauptdarsteller noch nicht in trockenen Tüchern ist und man vermeiden möchte, dass der zu gierig wird, was sein Honorar anbelangt. Nee, ganz deswegen genau, lässt man den erstmal so vor so einen Bus laufen und wenn er zu gierig wird, ist er halt tot. Ja. Und davon abgesehen ist das natürlich immer fies, weil man ja in der Regel auf die Staffeln eine ganze Weile warten muss, bis die wieder anfangen. Ja, nee, das ist ja auch die Gründe dahinter sind ja mannigfaltig tatsächlich und TV Digital, die auch eine Webseite haben, die haben jetzt hier mal unter dem, ja, nicht wenig reißerischen Titel Tragisch und traurig, die schlimmsten Serientode aller Zeiten. Weiß ich nicht, ob das jetzt so stimmt, aber da haben die mal so ein paar zusammengefasst. Und, also seit dieser Stefan Derek tot ist, ist Tatort nicht mehr dasselbe, finde ich. Ja, aber ist der in der Serie eigentlich gestorben? Ja, ne, der ist am Ende erschossen worden. Ich glaube, das ist bis zu seinem Tod gesendet worden. Ja, aber genau, die haben aber dann die ganze Serie beendet. Also hier geht es ja um Serien, die gingen weiter. Zum Beispiel, das glaube ich kennt jeder, Two and a Half Men, Charlie Sheen. In der Serie Charlie Harper. Der hatte natürlich zu viele Eskapaden irgendwann und dann ist es in der 8. Staffel, war es, glaube ich, den Produzenten zu bunt geworden und haben den Charlie Harper von einem Zug überfahren lassen. Und
Der hat dann, glaube ich, recht erfolgreich so eine ähnliche Sitcom gestartet, wo er dann auch genau damit mit dieser Alkohol-Eskapaden-Geschichte gespielt hat. Ich weiß aber gerade nicht, wie sie heißt. Charlie, ich bin ein Riesenfan von Two and a Half Men. Das wollte ich gerade noch einwerfen. Wieso war diese Serie eigentlich erfolgreich? Also ich habe es nie gut gefunden. Ja. Ich habe tatsächlich ein paar Folgen geguckt, als der schon tot war, als das noch, ich glaube, 2 Jahre oder so weiterging. Da fand ich es eigentlich ganz witzig. Prollo, du bist doch aber so ein Trekkie, oder? War das nicht so? Leidlich, ja, ja. Leidlich. Da gibt es nämlich auch ein Beispiel, Tascha Jahr. Ich weiß nicht, ob die dir was sagt, mir nicht. Für alle Trekkies war der Serientod von Tascha Jahr in Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert eine unerwartete Tragödie. Denise Mitchell Crosby, die Sicherheitschefin Tascha Jahr spielt, stirbt in der Folge die schwarze Seele bei einer Rettungsaktion. Ähnliches ist passiert dem Dr. Derek Shepard in der, glaube ich, von vor allem Frauen sehr beliebten Serie Grey's Anatomy, gespielt von Patrick Dempsey, natürlich auch ein echter Hingucker. Der ist dann ganz dramatisch während eines Unfalls gestorben, hat er noch irgendwelche Menschen gerettet und an der Fahrbahn, irgendwie so klingt das hier, ich habe es nicht gesehen, am Fahrbahnrand irgendwelche Leute wiederbelebt und ist dann selber dummerweise überfahren worden. Aber das war dann ja wahrscheinlich dann doch ein, da war ein kooperativer Tod sozusagen, also da war man sich einig mit dem Schauspieler. Genau, genau. Also es hat ja unterschiedliche Gründe, die dazu führen, dass sie ausscheiden. Vertragspoker, aber vielleicht auch einfach der Wunsch, was Neues zu machen. Kein Bock mehr. Ja, es gibt ja tatsächlich auch bei den etwas erfolgreicheren Schauspielern tatsächlich das Problem, dass wenn die zu lange eine Rolle spielen, dass sie dann tatsächlich nichts anderes mehr machen können. Also gerade die Karriere noch glauben, vor sich zu haben, wollen, glaube ich, nicht zu sehr auf eine Rolle festgelegt werden, weil sie das dann auch tatsächlich in späteren Jahren schwierig wieder loswerden. Aber Patrick Dempsey war ja, glaube ich, schon ein erfolgreicher Kinoschauspieler. Also ich weiß nicht, was da für Gründe hatte, steht hier nicht. Was hier noch aufgeführt wird, das hat mich damals echt so ein bisschen, also wer es noch nicht gesehen hat, muss jetzt einmal kurz die Ohren zuhalten. Breaking Bad, Hank wird ja auch gegen Ende allerdings irgendwann umgebracht, als er herausfindet, dass sein Schwager der Bösewicht ist, der das ganze Crystal Meth da kocht. Dann wird er, glaube ich, irgendwie auf dem Parkplatz überfahren oder ich weiß gar nicht. Nee, das wird er, glaube ich, nur angefahren. Auf jeden Fall stirbt er dann auch in der Serie. Da habe ich auch gedacht, krass, dass sie den sterben lassen. Anhänger von Game of Thrones, da wird ja auch eine Person genannt, aber die müssen sich, glaube ich, damit... Sterben die da nicht alle Nase? Ich wollte gerade sagen, also ich habe es nicht gesehen, aber da stirbt doch, glaube ich, ständig irgendein beliebter Darsteller. Der ist ja quasi nicht so gewiss, wie das der Serientod kommt. Das ist ja eher das, was Game of Thrones, also sowohl die Buchvorlage als auch die Serie ausgezeichnet hat, dass sich keiner der Hauptdarsteller oder der Hauptfiguren sicher sein konnte zu überleben, weil die sind ja tatsächlich... Aber sehr auch, glaube ich, die Schauspieler gestorben. Nicht, ne? Die haben alle so Short-Term-Contracts gehabt, weil die nie wussten, wie lange sie in der Serie bleiben. Also da sind tatsächlich auch Hauptprotagonisten dauernd gemeuchelt worden. Ja, aber als Regisseur hast du ja auch echt eine ziemliche Macht, fällt mir da mal gerade auf. Stell mal vor, du überwirfst dich irgendwie wirklich mit einem der Schauspieler und verlängerst den Vertrag mit und nicht und lässt ihn dann ganz, ganz übel, ganz leidvoll sterben in der Serie. Naja, es ist ja dann hoffentlich nur geschauspielert. Ja, oder wobei, wenn du es ganz übel machst, ist natürlich, ich glaube, dieser DiCaprio, ja, der Leonardo, ich glaube, der Drehbuchautor hasste den auch und deswegen hat er den in kaltem Wasser ersaufen lassen. Und das haben die ja, glaube ich, mit der Titanic als großes Modell tatsächlich in einem überdimensionalen Swimmingpool auch gedreht. Also das war wahrscheinlich kein leichter Job. Aber gut, da wusste er, worauf er sich einlässt, ja, dass das Schiff am Ende untergeht. Das war jetzt keine Serie. Nein, aber das ist ja, ich schweife ab. Ja, bei den Serien ist es, glaube ich, auch oft, also da ist der Regisseur, glaube ich, eher auch so dann auch nur Angestellter und so ein bisschen der es halt filmt, aber ich glaube, die Hauptmacht liegt da eher bei den Produzenten und dann... Ja, den Drehbuchautoren, ne? Als die damals gestreikt haben, waren ja viele Serien dann auch erstmal platt. Genau, also da ist dann eher so die Macht auf der Liga. Also glaube ich, Produzenten bestellen dann auch ganz oft dann professionelle, also Drehbuchautoren, die da einfach dran werkeln und dann gibt es so immer einen, der dann quasi, glaube ich, so den Gesamtüberblick über die Serie hat, über die ganz groben Storylines. Und das sind dann 2, 3, 4, je nachdem. Und das wird dann ausgefüllt von Leuten, die das tatsächlich professionell machen. Und die Regisseure sind da tendenziell, glaube ich, eher die kleineren Lichter. Da zählt halt Quote.
Ja. Das ist halt so. Der Sammer hat gerade eben, um jetzt hier mal eine kleine Aufzählung zum Ende zu bringen, schon eine Person genannt, die Else Kling in der Lindenstraße, darf natürlich auch nicht fehlen. Da haben wir hier in der Sendung auch damals drüber philosophiert, als die Lindenstraße letztes Jahr zu Ende ging, tatsächlich nach über 1700 Folgen. Und die Else ist in Folge 1069 gestorben und lustigerweise, das wusste ich nicht, in der Serie ist sie eingeschlafen vorm Fernseher beim Anschauen ihrer Lieblingsserie Lindenstraße. Also die hat sozusagen in der Serie ihre Serie geguckt und ist dann da vor der Glotze eingeschlafen. Aber es war auch damals ein Schock für alle Serienfans. Das hätte ich jetzt auch nicht gewusst, obwohl ich die Sendung früher eine Zeit lang geguckt habe. Und die Else Kling, die sagte immer, wenn sie irgendwie dann ein bisschen lebensmüde wurde, ich gehe ins Wasser. Ja, wie der Franz Ferdinand oder wer war das? Welcher bayerische König ist da ins Wasser gegangen? Der Verrückte jedenfalls. Ja, genau. Und jetzt eine Serie, die ich früher gesuchtet habe ohne Ende und offensichtlich zu früh ausgestiegen ist, aber der Prollo weiß das vielleicht, weil ich glaube, der mag die auch ganz gerne. Bei den Simpsons, das wusste ich echt nicht, da gibt es auch einen gewissen Zusammenhang zu Else Kling, Mrs. Krabappel, ja, ist auch bei den Simpsons die Lehrerin von den ganzen Kids, ist da gestorben. Das Edna Krabappel starb aus Respekt, und das ist ein anderer Anlass, aus Respekt an die im Jahr 2013 im wirklichen Leben verstorbene langjährige Synchronsprecherin Marcia Wallace. Also da ist dann die Synchronstimme, was ja logischerweise Zeichentrick ist, gestorben. Und dann haben sie auch den Seriencharakter sterben lassen. Also das wusste ich nicht. Und mit diesem Schocker am Ende möchte ich meinen Beitrag beenden und noch einen Schluck von diesem wunderbaren Weihnachtsbier nehmen. Wenn wir direkt schon beim Thema sind, würde ich gerade noch mal weitermachen, weil ich habe auch noch was. Es geht jetzt eigentlich gar nicht um die Fernsehserie als solche, aber die ist der Aufhänger. Geht aber in so eine bisschen andere Richtung. Hier geht es um The Crown. Ich weiß nicht, ob die jemandem von euch was sagt. Da geht es letzten Endes um die englische Königshaus, englische Monarchie quasi, so in den letzten, also seit Intronisierung von Queen Elizabeth II., die ja immer noch zugange ist. Und da gibt es inzwischen die 5. Staffel. Das Grundproblem ist weniger jetzt, also wie gesagt, es geht letzten Endes um die Geschehnisse des Königshauses von den Anfängen bis jetzt aktuell. Wann geht das denn eigentlich los? Weißt du das? Also die Anfänge tatsächlich beginnen mehr oder weniger mit der Krönung von Elizabeth II. Also jetzt die aktuelle Krone. Die aktuelle Königin, die aber ja jetzt schon gefühlte, also jetzt Monarchisten mögen mir jetzt reingrätschen, ich sag mal 70 Jahren ungefähr zugange ist als 70 Königin. 70 Jahre? Aber der im Zweiten Weltkrieg war doch noch ihr Vater. Oder? Der gibt auch The King's Speech. Ja, aber das sind doch 70 Jahre. Also der Zweite Weltkrieg ist ja 45, also das sind ja schon 75 und Er kennt sich nur mit Frühgeschichte aus. Ja, Spanien oder Madrid, die Römer, Italien. Ich weiß nicht. Ich gehe ins Wasser. Ja, in 10 Jahren kannst du quasi vom Thron bis zum Flughafen, du steigst quasi in den Thron. Komm, lass den Stäuber weg jetzt. Mit dem Thron meint er jetzt, egal. Ja. Also, mag nicht wie geboren. Ja. Also nochmal, es beginnt auf jeden Fall, die erste Staffel beginnt tatsächlich mehr oder weniger mit der Krönung. Das ziehen sie natürlich über 2, 3, 4, 5 Folgen. Aber egal, auf jeden Fall. Genau, und die aktuelle Folge beschäftigt sich mit Lady Diana. Also jetzt wieder die jüngere Geschichte, 80er Jahre ist das, glaube ich. Genau. Grundproblem ist auch gar nicht die Serie an solch oder die Thematik, sondern es geht einfach hier darum, dass der britische Kulturminister fordert einen Warnhinweis vor jeder Folge von The Crown. Und bei dem Warnhinweis, und das ist eben das Putzige, geht es jetzt weniger darum, dass da sonst was für sexuelle oder brutale Gewaltorgien gefeiert würden. Gar nicht. Also die Serie ist sowas von antiseptisch. Das ist tatsächlich völlig unkritisch. Nein, es geht darum, dass es nicht wahr ist. Also dass es eine dramaturgisch überhöhte Serie ist. Dass es natürlich die realen Anlässe gibt und dass es diese ganzen Figuren auch in der Geschichte gegeben hat und auch so grobe Anlässe, also die Krönung und was weiß ich. Es geht tatsächlich so, der Hinweis darauf, was in der Serie so passiert und was nicht, ist halt tatsächlich, zumindest in Britannien, ein Politikum dahingehend, dass der Kulturminister fordert, dass vorher gesagt wird, Leute,
die hier gezeigten Dialoge sind nicht zwingend so gesprochen worden. Wie nah, weißt du das zufällig, wie nah ist denn diese Serie an der Realität? Also die werden ja wahrscheinlich so ein paar zeitlich bekannte Ereignisse als Eckpfeiler haben und dann natürlich auch Dialoge, die können sie ja nicht wissen, wie die im Detail gelaufen sind. Aber da so der Harry, von wem stammt der Harry in der Serie? Weißt du das? Ist der von dem Rittmeister oder ist er jetzt von Prinz Charles? Die aktuelle Serie. Der hat auf jeden Fall Segelohren. Ja. Ich meine, der sieht ja aus wie der Rittmeister. Das hat man ja schon in der Bunden immer beim Zahnarzt verfolgen können. Aber sieht auch gar nicht aus wie sein Bruder. Weiß ich tatsächlich jetzt nicht. Also ich natürlich war jetzt, glaube ich, damals im Schlafzimmer außer entweder Charles oder dem Rittmeister und der Diana niemand dabei, aber vermute ich jetzt. Aber der Fakt ist eigentlich, dass Ich hatte gedacht, die haben sich vielleicht für eine Seite der Theorie entschieden, dass sie in der Serie beispielsweise sagen, wir gehen davon aus oder wir zeigen das jetzt so, da schlüpft die Diana in den Pferdestall zum Rittmeister und dann wird halt geritten und dann kommt der Harry und das wird so ein bisschen sozusagen suggeriert, dass der Rittmeister der Vater ist und dass sich dagegen dann auch der Kulturminister... Naja, also er wendet sich in allgemeiner Form dagegen. Also ich kenne jetzt den aktuellen Stand da nicht. Ich habe die Folgen jetzt auch noch nicht gesehen jetzt von der aktuellen. Sorry, Beefy. Aber also das sind die Hausaufgaben hier. Genau. Ich habe auch alle Serien durchgeguckt, bevor ich diesen Beitrag gebracht habe. Genau. Also ich finde auch, es ist wichtig zu betonen, dass wir hier uns in diesem Podcast nicht in wilde Spekulationen verlieren. Das ist bisher noch nicht vorgekommen und das soll bitte auch so bleiben. Und ich glaube, also das Spannende finde ich ja eher, dass der Kulturminister da irgendwie eine Gefahr sieht, dass die Fernsehzuschauer das nicht trennen können. Also ich erinnere mich an meine Jugend und Kindheit, da gab es halt, ich weiß nicht, die Schwarzwaldklinik und da habe ich halt auch mal so als nebenbei Fun Fact irgendwie gehört, dass ist da ja Leute... in Braunschweig, ne? Wissen wir alle. Wo auch immer die ist. Aber dass halt Leute zu diesem Gebäude, wo die Außenaufnahmen gedreht worden, gefahren sind und da geklingelt haben und da halt vom Professor, wie hieß er, Brinkmann irgendwie verarztet werden wollten. Und das war tatsächlich keine Klinik, sondern das war irgend so ein Kurhotel oder sonst irgendwas. Und das finde ich halt ganz spannend, dieses nicht trennen können. Das waren aber damals, waren das glaube ich jetzt echt so ein paar einzelne Leute irgendwie, ne? Aber hier finde ich, das ist nochmal eine andere Liga und das ist so ein bisschen, wo ich so ein bisschen fremdel mit, also ob man da jetzt den Leuten das so noch vorziehen muss. Ja, also da muss man aber wirklich mit fremdeln, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe letztens erst wieder irgendwo einen Kommentar von, ich weiß nicht, Staatsanwälten oder echten Polizisten jedenfalls gelesen, die über die Tatort-Teams geurteilt haben und gesagt haben, die sind alle untragbar, das ist alles so total an der Realität vorbei. Und das sollte, denke ich, aber doch echt jedem klar sein. Ja. Die Tatort ist, ich dachte, ich meine, das Tatort ist nicht echt. Aber das hat doch mittlerweile solche Auswüchse, dass alle glauben, dass hier dieses Verlesen der Rechte, ja, sie haben das Recht zu schweigen, alles, was sie etc. kann, gegen sie verwendet werden. Das ist ja so ein amerikanisches Ding, auch was auf einem relativ alten Gerichtsurteil basiert, was hier halt auch gerne in den deutschen Serien erzählt wird mitunter, weil man sich halt einfach dran gewöhnt hat. Es ist aber einfach unüblich. Und das ist ja auch das Schöne am Fernsehen eigentlich, ne? Dass du da diese, also wenn ich Drehbuchautor wäre, würde ich das ja auch ausnutzen wollen, so ein bisschen diese Freiheit, Sachen dazu zu erfinden, irgendwie den Ganzen vielleicht auch ein klein bisschen andere Bedeutung zu geben oder zumindest für die Dramaturgie mal hier einen Dialog, der vielleicht stinklangweilig war, ein bisschen aufzupeppen und so. Das will halt auch keiner einen Tatort sehen, wo die Hälfte der Zeit nur Berichte und Formulare ausgefüllt werden. Genau. Ja, oder gelesen werden, ne? Ja, jetzt ich mache jetzt mal 2 Stunden Akteneinsicht. Ja, hier und der auch vermerkt, so ist aber formal inkorrekt. Genau. Also was finde ich halt, das ist so das Absurde, wo ich so für mich denke, ich meine, es ist ein Drama, es ist natürlich überhöht, die Dialoge sind natürlich auch überhöht, da sitzt halt auch ein Drehbuchautor oder eine Drehbuchautorin dran und die macht sich sicherlich für so einen, was weiß ich, 30 bis 60 sekündigen Dialog, wird die da sicherlich mal 3 Tage dran tüfteln oder der, bis das sitzt und da wird dann jedes Wort gefeilt und da weiß jetzt jeder aus seinem eigenen Alltag, das ist natürlich bei uns auch immer so, also jedes Wort ist wohl überlegt, aber das finde ich so ein bisschen aber putzig. Gibt es denn diesen Hinweis, frage ich mich gerade, nicht ohnehin, also immer dann, wenn du ein so Fiction machst und dabei Personen verwendest, die es in der Zeitgeschichte gibt, gibt es auch meistens
auch in Büchern immer diesen Hinweis, dass das nicht zwangsläufig der Realität entspricht oder so. Also diese, ne, ja, diesen Disclaimer, den kennt man doch eigentlich. Also ich kenne das aber nur so aus im Zusammenhang, wenn dann jetzt Personen der Zeitgeschichte irgendwie mitspielen, aber eigentlich gar nicht es um diejenigen geht, sondern die nur so ein bisschen das, ich glaube, da so ein bisschen das aufpeppen sollen dahingehend, dass es halt ein bisschen realistischer wirkt, in Anführungsstrichen. Ich glaube, das aber Perfide ist auch, dass es halt nicht sachlich komplett korrekt ist, aber auch nicht völlig falsch. Ja. Also du weißt ja, es wird jetzt ein bisschen makaber, wenn die Diana in den Tunnel reinfährt, kommt die halt so nicht mehr raus. Ja. Aber du weißt halt nicht um die Details, wer jetzt mit wem da irgendwas möglicherweise verschwörungsmäßig da angeleiert hat. Ja, das sind ja Dinge, die vielleicht auch einfach unter Verschluss sind, die man bis heute nicht weiß. Da muss man sich halt irgendwas ausdenken. Und es muss natürlich dem Publikum gefallen. Es soll ja auch schmecken. Ja, und wenn die Elisabeth jetzt einen halben Tag auf dem Sofa sitzt oder irgendwelche Staatsgeschäfte vollführt, das ist ja auch ein bisschen langweilig vielleicht. Da muss man sich eben auf die Highlights konzentrieren. Und da muss eben auch mal einer mit dem Lauf, Rittmeister. Mit dem Pferdeburschen ordentlich. Da geht's ja schon los. Ja. Also ich meine, so eine Folge dauert 45 bis 60 Minuten und behandelt mehrere Wochen. Mhm. Dass da das ein oder andere ausgelassen wurde, kann man sich denken. Und wie gesagt, also das, ich finde das ein bisschen wirklich, es ist ja nicht mal als Dokumentation oder dieses Neudeutsch, da dieses Mockumentary oder sowas dann gewurschtelt, sondern es ist eine offensichtlich völlige Kunstserie. Also es ist tatsächlich einfach eine Serie mit Schauspielern. Spielen denn die Hunde der Königin mit, der Elisabeth? Also sind nicht genau die Hunde, aber es sind Hunde. Beagle. Weil, genau. Weil einer der Hunde ist nämlich kurz vor Weihnachten der Vulkan, der ist ein Dorgi, der ist gestorben. Also ganz tragische Weihnachten dann auch bei der Queen, weil der Dorgi, der übrigens hervorgeht aus der Mischung, aus der Züchtung von Corgi und Dackel, da wird dann ein Dorgi draus. Das wollte ich nur mal anmerken, ja, jetzt gerade, weil es so gut passt. Ja, ich habe gedacht, früher gab es, also es gibt ja auch diese Hunderasse Labradoodle, die Mischung aus Labrador und Pudel. Und ich habe immer gedacht, das ist Verarschung, es gibt wirklich Labradoodle. Ja. Also gibt es wahrscheinlich auch diese Dorgies oder Corgis oder was. Oder ja, ja, genau. Also, ja, es sind Dorgies, die aus Corgi und Dackel. Ich finde, wir sind auch sehr gut darin, den Kern dieses Podcasts, nämlich das Diskutieren von Presseartikeln, zu überführen fließend in ein, ich habe da im Internet mal gelesen. Und ich finde das auch sehr erfrischend. Ich will mich da auch gar nicht ausnehmen. Ja, ich bin ja meistens ganz vorne mit dabei. Und wo ich gerade das Wort habe, möchte ich euch mal fragen. Die Bayerische Staatszeitung schrieb nämlich am 14. Dezember bereits, beziehungsweise haben sie es von dpa einfach für Geld übernommen, über kuriose Drive-In-Angebote. Wir wissen ja, dass es seit Jahresanfang etwas schwierig ist, Leute zu versammeln zu den üblichen Anlässen. Und das begann ja da so ein bisschen mit dem Autokino oder auch Auto vor der Bühne. Und tatsächlich haben sich dann so die ein oder anderen Drive-In-Angebote etabliert. Und ich habe hier 2, 4, 6, 8, die ich euch gerne mal vorlesen würde. Und ich wüsste gerne von euch, welches davon falsch ist. Ich lese vor. Weihnachtsmarkt, Drive-in-Weihnachtsmarkt, Drive-in, gab's sogar in Bonn. Drive-in-Nikolaus, Drive-in-Striptease, Drive-in-Kirmes, Drive-in-Gartenschau, Drive-in-Zirkus, Drive-in-Speisenweihe und Drive-in-Knödelteigabholung. Speisenweihe? Was ist das? Ja, ich werde es euch gleich verraten, die sind alle echt. Die Speisenweihe ist eine Sache aus Oberbayern, wo ein Pfarrer aus Oberbayern sich wohl im April überlegt hat, die traditionelle Speisenweihe, die es da offenbar gibt, per Drive-In vorzunehmen. Dutzende Menschen fuhren, wie es hier steht, in Bad Bayersoien bei Garmisch-Partenkirchen. Wahrscheinlich habe ich das gerade, Bayersoien, muss ich das aussprechen, mit dem Auto vor und ließen gebackene Osterlämmer oder gefärbte Ostereier weihen. Ah, Ostereier. Okay, das macht Sinn. Deswegen war es auch im April. Es war also Ostern. Manche brachten Bier mit, steht hier ganz kritisch. Die Aktion stieß auf so viel Resonanz, dass die Feuerwehr den Verkehr regeln musste. Ja, gut. Also wir sehen, die dpa hat hier so ein bisschen im Trüben gefischt. Ja, wenn jetzt der hinterletzte Bayer dann noch mit seiner Privataktion genannt wird, das klingt jetzt nicht so, als wäre das landesweit gängig gewesen, aber das Spektrum ist halt breit. Ja, ich finde das übrigens sehr gut,
Ja, ich finde es das super, dass es das gibt, dass es so Reaktionen auf die aktuelle Situation gibt. Du musst halt mit deiner Karre, also ich war nicht bei irgendeinem Drive-In außer vom Fastfood-Restaurant in jüngerer Vergangenheit, auch nicht bei einem Konzert, aber ich finde es per se gut, dass man sich solche Gedanken macht. Auch wir machen ja im Endeffekt hier gerade ein Drive-By-Podcast. Ihr sitzt links und rechts und die Fenster sind auf und die Kabel gehen raus. Wir sollten das demnächst mal auf der A3 machen, während wir auf drei Spuren nebeneinander herfahren. Ja, das wäre natürlich großes Kino. Man liest ja, wir lesen ja hier, wir suchen ja auch immer spezialisiert auf kuriose Artikel und man liest ja auch öfter schon mal von diesen Hochzeitsgesellschaften, die dann über die Autobahn brettern und irgendwie anhalten oder solche Geschichten treiben oder sich da die Fahrbahn blockieren. Ja, das wäre doch ein super Artikel, den wir dann hinterher hier vertonen können. Motorradfahrer von Drive-By Podcast auf A3 geköpft. Und wenn das dann, danach machen wir noch eine Serie wir draus. Wir müssen ja immer auch die Kabel zwischen. Ja, eben. Dann am Schluss machen wir eine Serie draus, Alarm bei Benanza 11. Ja. Benanza 11. Nicht so aber schlimm. Auf den Striptease würde ich gerne noch eingehen. Das fand wohl in einem Zelt in einem Gewerbegebiet von Landshut statt, also richtig romantisch. Tanzten und räkelten sich im Frühjahr leicht bekleidete Frauen und Männer zu Disco-Musik, während die Besucher vom Auto aus zusahen. Nach 20 Minuten kamen dann die nächsten Fahrzeuge dran und ausgedacht hatte sich die Aktion ein Bordellbetreiber. Also wenig überraschend. Und wahrscheinlich hat der kooperiert noch mit Carwash, die dann dahinter standen, wo dann die Typen erstmal eine Cockpitreinigung gekriegt haben. Der hat tatsächlich kooperiert mit Nacktmodell Michaela Schäfer. Die hat aber wohl nur Musik aufgelegt. Interessant. Wahrscheinlich groß beworben und dann steht sie da nur am DJ-Pult. Kann man machen. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Schatz, wo warst du denn? Ja, im Baumarkt. Ne? Schon klar. Ja, aber so gibt es denn ein breites Spektrum. Aber was ich noch sagen wollte, ne, zu dem Drive-In-Weihnachtsmarkt, ich habe ja gesagt, ich war nirgendwo, aber ich hatte da wirklich, oder wir hatten überlegt, da hinzufahren. Den haben sie allerdings wegen, zumindest hier in Bonn, wegen mangelndem Interesses schon wieder eingestellt. Und dann haben wir uns das mal angeguckt. Und ich kann es total nachvollziehen, weil man musste, glaube ich, 18 oder 19 Euro Eintritt zahlen, um auf das Gelände zu rollen mit deinem Auto und an den Buden vorbeizurollen, wo du dann weitere Weihnachtsmarkt-typische Leckereien und so weiter aus dem Autofenster konsumieren konntest. Da habe ich auch gedacht, so dringend hat man es ja auch nicht, dass man da jetzt eintritt. Also ich hätte es gemacht, auch um diese Betreiber da zu unterstützen, aber dann auch noch Eintritt zahlen, um dann denen den Glühwein abzukaufen, den in meinem Auto zu saufen. Da bleibe ich lieber hier mit euch in der Runde und wir saufen den Glühwein ohne Weihnachtsmarkt. Ja, vor allem, weil du einen Kilometer weiter von der Polizei angehalten wirst, die nämlich auch Lunte gerochen hat. Die kooperiert mit der Polizei. Genau. Genau. Sag mal, Leute, ich wollte doch noch mal kurz in die Runde fragen, was ihr eigentlich so zu Weihnachten gekriegt habt. Ich habe so ein Dodi Alphayet da bekommen mit 12 Löchern und sehr schön. Aber ich muss jetzt, glaube ich, mal langsam Handschuh machen. Ich darf häkeln lernen. langsam häkeln lernen. Also ihr habt aber, es waren aber keine hatten Koffer unterm Baum gehabt. Koffer, wofür? Koffer. Schon gepackter Koffer, weil das ist ein schlechtes Zeichen. Ja, nee, ich frag deswegen, ihr habt eindeutig die falschen Freunde und die Familie ist irgendwie auch nicht so anscheinend die richtige, denn wir haben es heute mit Schauspielern. Manchmal haben wir es mit Tieren, heute mit Schauspielern und Sendungen und Serien. George Clooney, das ist eine Meldung allerdings schon von Mitte November, hat 14 seiner engsten Freunde jeweils 1 Million US-Dollar in bar geschenkt. Der hat die eingeladen zu sich, das hat er erzählt, jetzt ist erst vor kurzem bekannt geworden, aber es ist tatsächlich schon 2013 passiert. Der hat seine besten Freunde, also sozusagen seine Lebensfreunde, seine besten 14 zu sich nach Hause eingeladen und hat jedem einen Koffer überreicht mit 1 Million Dollar drin, weil er dachte, die haben mir auf die eine oder andere Art und Weise im Leben irgendwie geholfen oder Freude gemacht oder sonst was. Und er hatte irgendwie gerade eine Gage zu irgendeinem Oscar-nominierten Film gekriegt, nicht zu irgendeinem, sondern Gravity. Und das finde ich doch mal eine gute Sache. Also ich weiß nicht. Das ist ja genau meine Theorie. Sag mal, du müsstest die eigentlich kennen. Wenn ich Lotto spiele, spiele ich ja nur bei den dicken Jackpots, wo mindestens 50 Millionen oder so drin sind. Und dann
gewinne ich die natürlich mal irgendwann und dann starte ich das Friends and Family Programm, weil was soll ich mit 50 Millionen, wenn ihr armen Schlucker alle arbeiten gehen müsst? Also wäre meine Idee gewesen, diese Art Friends and Family Geschichte zu starten und jedem von euch das weiterzuzahlen, was ihr jetzt bekommt als Gehalt, vielleicht auch ein bisschen kleinen Bonus noch oben drauf, dann haben wir alle Zeit. Ich würde also mir selber auch nicht mehr auszahlen und dann könnten wir alle quasi statt arbeiten zu gehen von derselben Kohle Freizeit machen und ganz viel Spaß zusammen haben. Ich wette, du als Filmfreak hast doch bestimmt auch Bock, dann bei Leuten, die du eigentlich nicht magst, aufzutreten. Ich scheiß dich zu mit meinem Jahr. Wie hieß er? Arnautovic. Weißt du, wer ich bin? Ich bin der Arnautovic. Ich könnte dein Leben kaufen. Ja, der Fußballer. Ja, aber ich kann dein Leben kaufen. Aber nicht den Rest wieder nur verprassen. Ne? Ein sympathischeres Zitat kommt von George Clooney selbst. Das finde ich echt auch nochmal ein nettes Zitat. Ne, zu seinen Kumpels, mit Bezug auf seine Kumpels, sagte er: Ich dachte, ohne sie hätte ich nichts von all dem und wir stehen uns alle sehr nahe. Und ich dachte einfach, wenn ich von einem Bus überfahren werde, wären sie alle im Testament verankert. Aber warum zum Teufel warte ich darauf, von einem Bus überfahren zu werden? Und das finde ich eine geile Aussage, die auch mal so ein bisschen zum Nachdenken anregen könnte. Das zeigt auch, dass es sich wirklich um Freunde handeln muss, denn wenn er denen schon sagt, dass sie im Testament stehen, dann will man auch Leben ausgehen. Wenn jetzt einer von denen den Bus fährt, dann. Ja. Ich frage mich nur, was der 15. beste Freund gemacht hat. Da gibt es immer Leute, die denken, warum ich nicht? Deswegen hat das auch erst wahrscheinlich 7 Jahre später, publik gemacht, weil die sind jetzt wahrscheinlich zwischenzeitlich gestorben, die nicht bedacht wurden. Nein, keine Ahnung. Wer vom Bus das ist eine super nette Idee. Ja, das stimmt. Wer übrigens George Clooney mal in richtig alt sehen möchte, doch noch ein kleiner Filmtipp am Ende, der kann mal bei einem beliebten Streaming-Dienstleister, ich glaube, das heißt Midnight Sky oder irgendwie sowas, die so ein gesellschaftskritischer Film mit Zukunftsvision, spielt glaube ich auch 2047 oder sowas, schauen. Hat mich sehr beeindruckt. Das habe ich mir über die Weihnachtstage mit meiner besseren Hälfte reingezogen. Und also alt im Sinne von jung, ja? Nee, alt. Also richtig alt mit riesem Rauschebart. Ach so. Und auf so einer CGI. Polarstation. Ja, der ist ziemlich neu auch, der Film. Ja, es war auch lange da immer auf Nummer 1. Man ist ja inzwischen so überfordert von dem ganzen Angebot, dass ich oft einfach so gucke, was der beste Film aus den Top 10 ist, den die da so hochjubeln, und den gucke ich dann. Ich finde auch diese Serie cool, wo der den Barista spielt und immer die Leute mit seiner Kaffeemaschine vollquatscht. Oder verwechsel ich da was? Nein. Kurze Episoden nur. Such die Serie mal in der Fernsehzeitung. Apropos Barista, ich würde vorschlagen, meine Lieben, wir haben jetzt schon wieder die Stunde deutlich überschritten. Vielleicht müssen wir uns auch ein neues Limit geben, jetzt wo der Beef hier mit dabei ist. Aber wir können gleich noch ein Getränk kredenzen. Vielleicht möchtest du das gerade noch vorstellen, bevor wir die Sendung beschließen. Das machen wir dann im Nachgang. Genau. Ich hätte noch was Australisches. Das ist allerdings jetzt nicht zusammenzuckend alkoholfrei. Es ist so Ginger Brew, nennt sich das. Bundaberg. Das ist aus Australien. Das ist tatsächlich sehr lecker, wenn man Ingwer mag. Wenn man Ingwer nicht so mag, dann erfreut man sich vielleicht an der Flasche. Die ist ziemlich bauchig und sehr kurz. So ein bisschen stumpig, glaube ich, ist der Fachbegriff. Und genau, mit dem orangen Etikett und wie gesagt, ist sehr lecker, ist aber alkoholfrei. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, Prollo, aber ich glaube, das hattest du tatsächlich auch schon mal dabei. Das kann gut sein, du wirst auch lachen. Wir kaufen das bisweilen auch kastenweise. Also das geht. Genau, also echter Fan hier. Gibt es tatsächlich, wunderbar, dann habe ich ja schon mal einem es recht gemacht. Ja, nee, das ist toll. Lass uns das gleich noch hier verteilen. Ja. Für heute haben wir, glaube ich, die Geschichten alle durch. Was macht der Sammer da für komische Handzeichen? Ich mache keine Handzeichen. Hast du da irgendwie einen Handschuh ausgepackt gerade? Während der Beef noch das einschenkt oder ausschenkt, könnte ich noch ein Quickie raushauen. Ja, dann komm. Dann haben wir das Ganze hier nochmal mit einer wirklich bescheuerten Geschichte beendet. Und zwar, eine Hellseherin aus Kerpen ist zu 3 Jahren vom Amtsgericht Hamburg-Barmbek zu 3 Jahren Haft verurteilt worden. Was hat sie gemacht? Also das ist ja wirklich eine selten bescheuerte Geschichte.
Und zwar gibt es da eine Notlage einer 54-jährigen Hamburgerin, die nämlich, deren Schwägerin nämlich schwer erkrankt ist. Und der irgendwie, es wird ja nicht genau erklärt, irgendwie können die Ärzte anscheinend nicht helfen. Und daraufhin ist die 54-Jährige zu dieser Hellseherin gegangen und hat sie gefragt, ob sie ihr helfen könnte. Und natürlich, eine Hellseherin kann helfen. Und hat ihr gesagt, sie müsse dafür, dass die wieder gesund wird, die Schwägerin, 300.000 Euro in Plastikfolie umwickelt unter ihrer Matratze verstecken und intensiv beten. Dann würden die bösen Dämonen vertrieben werden. Und jetzt das Beste noch, also wirklich, der Heilungserfolg sei davon abhängig, dass die 54-Jährige anschließend keinesfalls unter der Matratze nachschaue. 3 Monate später tat sie es dann aber doch und stellte erschüttert fest, dass dort nur noch Spielgeld lag. Ja, so kann es gehen. Oh weia. Ja. Leute gibt's. Also ungeheilt und ohne Geld. So ist es. Ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall und vor allem, wir müssen hier, glaube ich, mehr auch unsere Hörerinnen und Hörer mit einbeziehen, auch unseren Hörerinnen und Hörern und allen, die dazwischen sich irgendwo aufhalten, ein frohes neues Jahr. Ich fand das ganz cool, dass wir dieses Jahr echt noch unseren Podcast hier trotz aller widrigen Umstände durchgezogen haben. Und wir haben, glaube ich, es auch geschafft, ganz viel Corona zu umschiffen. Weil ich glaube, nichts nervt mehr, als in dieser Zeit ständig die Corona-Soße vorgesetzt zu bekommen. Und ist auch ein schöner Name für den Wirt vielleicht hier. Ich habe gerade überlegt. Vielleicht nicht so der beste. Corona-Soße. Und insofern, glaube ich, nehmen wir uns alle vor, fürs nächste Jahr ähnlich beschwingt, frische und nicht so abgelutschte Themen mir zum Besten zu geben. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr mit mir hier immer wieder auf irgendwelchen Assi-Parkplätzen gestanden habt und wünsche euch und allen, die das hier hören, ein frohes neues Jahr. Macht es gut. Bis dann. Bis dann, macht's gut. Tschüss.